Als in den 70er Jahren der Begriff Hooligan in England zum Synonym für Fußballschläger wurde, entstand auch in Italien eine vergleichbare Szene. Gewaltbereite Gangs sammelten sich als sogenannte Ultras im Umfeld internationaler Fußballclubs. Die Ultras von Lazio Rom nannten sich Irriducibili, die Unbeugsamen. Sie übernahmen bald nach ihrer Gründung 1987 die Lazio-Fankurve und gelten seitdem als Stimme der Fans. Seither hat Lazio einen mächtigen Ultra-Fanblock und ein permanentes Problem. Paolo Di Canio spielt heute in England. Er war ein Star bei Lazio und ist noch immer ein Liebling der Ultras. Als Teenager stand er bei den Fans in der Nordkurve des Olympiastadions in Rom als Mitglied der Irriducibili. Ich erinnere mich noch gut, als ich erstmals die große Fahne der Irriducibili sah. Sie waren eine neue Fangruppe und ich wollte sofort dabei sein. Fanclubs, die mit einer derartigen Hingabe auftreten, sind sehr wichtig für ein Team. Auch dieser Mann ist Di Canio bekannt, Fabrizio, der unumstrittene Anführer der Irriducibili. Egal ob bei Mannschaften oder in anderen sozialen Gruppen, man erkennt charismatische Führungspersönlichkeiten sofort. Fabrizio war einfach der Chef. Jeder, der bei den Irriducibili sein wollte, kam zuerst zu ihm, um sich vorzustellen. Fabrizio dirigiert etwa 10.000 Lazio-Ultras und ist damit ein wichtiger Faktor im italienischen Fußball. Seine ersten Offiziere sind Toffolo und Juri. Die Irriducibili haben ein Hauptquartier im Zentrum Roms eingerichtet und sie betreiben eine eigene Radiostation, die Stimme der Nordkurve. Finanziert wird die Ultras-Organisation vor allem durch eigene Fanartikel. Eine Franchise-Kette von 14 Fanshops macht mit der Irriducibili-Marke gute Geschäfte. Wir waren Pioniere, also hatten wir die Rechte. Der offizielle Club hatte 4 Fanshops, jetzt gibt es nur noch einen. Die Fanartikel bedeuten Business für uns, aber das ist abhängig von den Erfolgen der Mannschaft. Und so bescheiden wie die im Moment aussehen, kann man kaum große Profite erzielen. Eine Protestaktion der Irriducibili am Lazio-Trainingsgelände. Die Starspieler sollen für ihre schwachen Leistungen zur Rede gestellt werden. Juri kontrolliert den Zaun der Ultras. Keine Steine gegen die Polizei, ihr kommt schon hinein. Aber wann? In 5 Minuten öffnen wir die Tore, wir werden mit Nesta sprechen. Alessandro Nesta, der Kapitän der Mannschaft und eine Ikone der Lazio-Fans, stimmt einem Treffen mit Fabrizio und anderen Irriducibili-Führern zu. Ultras und Mannschaft wollen reinen Tisch machen. Das ungewöhnliche Meeting dauert 20 Minuten. Wir haben mehr Einsatz verlangt, nichts weiter. Am Sonntag soll eine neue Ära beginnen, das haben wir mit den Spielern vereinbart. Sie müssen mehr für Lazio geben, aber wir müssen auch alles tun, um die Mannschaft zu unterstützen. Sonst steigen wir am Ende noch ab. Wenn ich meinen Teamkollegen bei West Ham hier in England von solchen Aktionen in Rom erzähle, dann sind sie fassungslos. Sie können es kaum glauben. Aber in Italien gibt es eben andere Spielregeln im Umgang mit cluboffiziellen Spielern und Fans. Völlig andere. Im italienischen Fußball liegt nach wie vor viel Macht in den Händen der einfachen Fans. Wenn sie organisiert sind, dann können sie Spielertransfers beeinflussen und auch sonst in die Clubpolitik eingreifen. Das ist eigentlich nicht notwendigerweise schlecht. Aber wie die Ultras vorgehen, ist üblicherweise gefährlich und oft destruktiv. Die rassistischen Aktionen der Irriducibili haben für eine Stigmatisierung aller Lazio-Fans gesorgt. Neben den Ultras von Verona und einigen weiteren Teams gelten die Irriducibili als rechtsextrem. Der Gedanke, Italien könnte zu einer gemischtrassigen Nation wie etwa England werden, der stört mich einfach. Ich will das nicht.
Es ist unglaublich. Du spielst auswärts bei Lazio und dann kannst du dir von den Fans diese Laute anhören. Ich weiß nicht, wie viele von ihnen das tun, aber es ist einfach unglaublich. Das Lazio-Management wollte den französischen Nationalspieler Lilian Thuram zum Club holen. Die Iridocibili waren allerdings der Meinung, man müsse sie vorerst fragen, und sie wurden gefragt. Thuram war wohl ernsthaft schockiert über die Macht der Iridocibili. Immerhin erzwang sie ein Treffen mit einem Star der Liga. Sie kamen anmarschiert wie Repräsentanten einer offiziellen römischen Organisation. Es war gespenstisch. Ich weiß gar nicht, wie sie das überhaupt verlangen konnten. Sie wollten mit mir sprechen und dann wurde tatsächlich ein offizielles Meeting organisiert. In Italien haben die Fans erstaunliche Macht und das ist mir unbegreiflich. Natürlich kann Thuram zu Lazio kommen. Wir haben kein Problem damit. Wir haben bereits einen schwarzen Spieler im Nachwuchsteam. Das ist ein guter Junge. Ich wäre niemals zu Lazio gewechselt. Nicht mit diesen Leuten und ihrer Macht im Hintergrund. Niemals. In Italien haben die Verknüpfungen von Politik und Fußball andere Facetten. In manchen Bezirken Roms nimmt die Häufigkeit von rechtsextremen Schmierparolen ein schockierendes Ausmaß an. 80% davon stellen einen Zusammenhang zu Fußball her. Man sieht an Hauswänden oder öffentlichen Einrichtungen Parolen für den AS Rom oder Lazio, verbunden mit faschistischen Sprüchen und dem Hakenkreuz oder keltischem Kreuz. Die politische Ansicht der Iridocibili. Die Ultras-Fanclubs in Italien sind seit den 70er Jahren in die politischen Auseinandersetzungen der rechts- und linksextremen Szene verwickelt. Aufgrund der bestimmenden Ultras-Gruppe bei den jeweiligen Clubs wurden Teams wie AC Milan, Bologna oder Fiorentina der linksextremen Szene zugeordnet. Clubs wie Hellas Verona, Inter oder Lazio wurden zum rechtsextremen Flügel gezählt. Jeden Sonntag sah ich hier in der Nordkurve meine Kameraden aus der rechten Szene. Da standen sie, das Gesicht vermummt mit Fanschals, und sie unterstützten Lazio. Einige von ihnen sterben im politischen Kampf, viele gehen nicht mehr in die Fankurve, manche aber kommen noch immer zu den Spielen. Ich denke, sie sind froh, dass der Nachwuchs den politischen Kampf weiterführt. Die Ultras von Atalanta Bergamo stehen traditionell der linksextremen Szene nahe. Dementsprechend werden die Sicherheitsmaßnahmen vor dem Spiel gegen Lazio verstärkt. Die Polizei in Rom verwehrt Reisenden ohne Ticket den Zutritt zum Zug. So soll verhindert werden, dass die Bahnfahrt nach Bergamo zum hurigen Kreuzzug ausartet. Für die Iridocibili ist das aber nur eine kleine Komplikation. Sie stoppen den Zug, um Gleichgesinnte an Bord zu holen. 8 Stunden später wird die gemischte Reisegesellschaft in Bergamo sein. Das Spiel ist eine besonders gefährliche Begegnung, das stimmt. Das geht noch auf die radikalen politischen Kämpfe der 70er Jahre zurück. Politische Verbundenheit führt zu Fanfreundschaften. Mit den Iridocibili reist ein Fan des FC Chelsea, ein Rechtsaktivist. Ich bin schon seit vielen Jahren mit dabei. Zu den Iridocibili habe ich Kontakt über Freunde in London bekommen. Rechtsaktivisten von der National Front und anderen Gruppen haben dabei geholfen. Es geht hier also um Politik? Ja, im Prinzip ist das ein Fascho-Ding. Ein weiterer Reisender ist ebenfalls nicht zufällig im Zug. Der Mann von der militanten Forza Nuova versucht Lazio-Fans für die extreme Rechte zu gewinnen. Difendi la tua patria, aderisci a Forza Nuova. Lui è laziale, no? Chi? Lui. Sì, da Lazio. Certo che è da Lazio. Lui è di Forza Nuova. Forza Nuova, ci sono stati... Wir kennen Leute von der Forza Nuova und wir haben auch freundschaftliche Kontakte zu ihnen. Trotzdem sind wir die Iridocibili und niemand sonst. Wir haben unsere Macht selbst aufgebaut und setzen sie ausschließlich für unsere Zwecke ein.
Niemand benutzt uns und unseren Einfluss. Das Willkommenskommando in Bergamo. Polizeieinheiten warten auf die Iliducibili. Beim Stadion angelangt, erzwingen die Hooligans erneut freien Eintritt. Dann wird Flagge gezeigt. Atalanta-Fans präsentieren Che Guevara. Die Iliducibili antworten mit rechten Kampfsongs. Vor dem römischen Derby trifft Fabrizio gleichgesinnte Ultras aus Norditalien. An Lazio sind sie weniger interessiert, aber man versteht sich politisch. Die Iliducibili-Transparente werden zum Transport ins Stadion vorbereitet. Dort findet ein weiterer Check durch den leitenden Sicherheitsbeamten statt. Er entscheidet, welche Transparente letztlich ins Stadion dürfen. Ciao Andrea, uno di noi, un ragazzo che è deceduto. Erste Probleme in Rom. Gewalt braut sich zusammen. Die Lazio-Hooligans zünden Leuchtraketen als Waffe gegen die Polizei. Die Beamten weichen zurück. Um die Schlacht zu ersticken, lässt der Sicherheitschef die Stadiontore öffnen. Wie üblich stürmen die Hooligans ohne Tickets ins Stadion. Fabrizio rebellierte bereits offen gegen das Management von Lazio. Als Präsident Sergio Cragnotti vor einigen Monaten das rassistische und anmaßende Verhalten der Iliducibili scharf kritisierte, schossen die Hooligans aus allen Rohren zurück. Persönliche Drohungen gegen Cragnotti und Familie inklusive. Doch am Derby-Tag erklärt der Hooligan-Chef dem Sohn des Präsidenten freundlich die Derby-Choreografie. Wir haben ein riesiges Rolltransparent gestaltet. Das zentrale Motiv zeigt drei nordische Krieger. Die Botschaft ist, wie nordische Krieger müssen wir im Namen von Lazio kämpfen. Mal 60 Meter misst das Transparent. Die Iliducibili haben Lazio pompös und wie gewohnt mit politischen Untertönen dargestellt. Es war wunderschön, faschistisch, aber im Rahmen. Die Atmosphäre in der Nordkurve wird bald kippen. Der AS Rom geht rasch in Führung. Eigentor. Ein Eigentor von Nesta.
Zur Halbzeit liegt Lazio 3:0 zurück. Das Spiel hat für die Ido Ducibili keine Bedeutung mehr. Es gibt anderes zu tun vor dem Stadion. Kioske werden in Brand gesteckt und Polizisten angegriffen. An der Spitze wüten Hooligans und politische Aktivisten gemeinsam. Der Mob versucht zur Südkurve vorzudringen, zu den Fans des AS Rom. Auf dem Weg zum Feind bleibt auch die Polizei ein immer willkommener Gegner. Etlichen Angriffs- und Rückzugswellen der Hooligans setzt die Polizei zum Sturm an. Die Hooligans fliehen zurück ins Stadion. Die Polizei feuert Tränengas in die Nordkurve. Die nackte Gewalt erstreckt sich über die gesamte zweite Halbzeit. Lazio verliert 5:1. Ein unfassbares Debakel. Für Fabrizio war der Gewaltrausch der Hooligans nur logisch. Es war einfach unvermeidbar. Wir lagen zur Halbzeit bereits 0:3 zurück und die Enttäuschung darüber mischte sich mit der Wut über die Vorkommnisse beim letzten Derby. Damals ging die Polizei brutal auf uns los, ohne dass wir Anlass dazu gegeben hätten. Dafür haben wir heute die Antwort gegeben. Sie bekamen unsere Rache zu spüren. Drei Tage später geben die Ido Cibili den Lazio-Spielern die Antwort auf ihre Leistung im Derby. Die Hooligans marschieren wieder zum Trainingsgelände und diesmal nicht, um Gespräche zu führen. Sie kassieren Millionen und verlieren das Derby 1:5. Diese Spieler sind eine Schande für Lazio. Wendet sich die Ido Cibili Gewalt sogar gegen die eigenen Spieler. Sie haben Leidenschaft und den totalen Einsatz vermissen lassen. Für die Ido Cibili haben die Spieler den Club und die Fans verraten. Ich habe Bilder von einer Attacke gegen Spieler gesehen. Ich kann das verstehen, aber akzeptabel ist es natürlich nicht. Fabrizio und Rafa sehen das anders. Sie fühlen sich als gerechte Racheengel ihrer Bewegung. Unsere Aktion soll zukünftigen Lazio-Spielern eine Lektion sein. Wir werden neuen Spielern die schändliche Leistung bei diesem Derby zeigen. Wir werden ihnen die Bilder von der Schlacht vor dem Stadion zeigen und unsere Attacke am Trainingsgelände. Dann werden sie Bescheid wissen. Noch bevor sie ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen, werden sie wissen, was wir Fans von ihnen erwarten. Lazio, der älteste römische Verein, hat eigentlich gutbürgerliche Wurzeln. Doch 100 Jahre nach der Gründung hat die Macht der Hooligans dem Club ein gewaltbereites Image verpasst. Die Ultras machten den Traditionsverein zu einem Sammelbecken für Rassisten und Rechtsextremisten.